Moin Freunde, Moin. Wir sind heute auf Obergstour wieder und sind an einer Location, wo wir ja schon vor über 10 Jahren das erste Mal waren und haben gerade festgestellt, hier hat sich richtig was getan. Und das wollen wir euch heute zeigen. Viel Spaß beim Video. Ja Freunde, ihr habt ja unsere Ansprache gerade schon gehört, vielleicht habt ihr auch schon im Hintergrund gesehen, wo wir uns befinden. Wir sind in Beelitz-Heilstätten. Wie gesagt, hier hat sich richtig was getan. Es sind auch neue Sachen entstanden, ohne Ende. Auf jeden Fall, ja. Ich drehe jetzt einfach mal die Kamera, damit ihr mal eine Vorstellung davon habt, was hier eigentlich abgeht. Hier entsteht eine komplett neue Stadt. Und hier rechts neben mir, die Leute, die das hier kennen, wissen, dass das das Heizhaus ist, hier vorne. Da hinten der alte Turm und daneben steht auch schon was Neues. Also das ist hier richtig interessant. Und wir laufen hier heute mal den Ort ein bisschen ab und gucken mal, was hier so passiert ist überall. Ja, viele kennen ja nur den Baumwipfelpfad, der sich ja in diese Richtung weiter hinten da befindet. Da möchte ich noch kurz was dazu sagen, da werden wir heute auch nicht hingehen, weil da ist irgendwie auch die Lager, also die Landesgartenschau. Wir beschränken uns heute auf die Areale, die weiter hinten im Ort sind. Männersanatorium, Frauensanatorium hieß das auch, glaube ich, ne? Ist auf der anderen Seite. Auf der anderen Straßenseite, denn und am Bahnhof werden wir ein bisschen rumgucken. Haben wir schon gesehen, zeigen wir euch nachher. Der Bahnhof ist auch komplett saniert worden. Aber wie gesagt, das seht ihr dann später. Also wir haben gerade kurz, auch wo die Kamera aus war, schon geredet. Wir sind hier gerade völlig überfordert. Weil geradezu da ist die Bäckerei, die ist komplett saniert. Da ist komplett saniert. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Weil eigentlich ist das hier alles Baustelle. Ja, Wahnsinn einfach nur, was hier passiert. Ja, also der Baustil, muss man sagen, vielleicht seht ihr das anders, könnt ihr ja in den Kommentare schreiben, aber so an sich mit den ganzen Klinkern und die Farben ist schon so angelehnt an die alten Gebäude. Also zumindest vorne bei der Klinik, die schon vor Jahren mal saniert wurde, die sieht ja auch farblich so aus. Was war denn das jetzt hier für ein Gebäude? Das habe ich gerade ja nicht auf der Kette. Das ist die Fleischerei. Das war die Fleischerei, also die wird dann auch saniert. Also sind sie schon bei. Und hinten ist Bäckerei. Ja, das habe ich schon gesagt, glaube ich. Und dahinter ist die Wascherei. Das wollte ich mir erwarten. Das andere, das kenne ich alles ja nicht. Das ist alles neu. Ja, wie gesagt, wir wissen jetzt auch erstmal gucken. Wir kennen das hier nur. Da war hier alles. Was war hier vorher? Freifläche, ne? Wald. War gar nicht. Wald war hier. Können wir ganz gerne mal Fotos von damals einblenden. Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Wir haben zig, so viel von damals. Zig Fotos von früher noch und da werden wir mal gucken, was wir so einblenden. Machen wir dann noch kommentarlos zu den Gebäuden. Früher und jetzt. Hier ist schon so ein Gebäude. Anscheinend schon fast fertig auch. War die Wäscherei, genau. Sieht aber schon, also ist ja originalgetreu saniert worden anscheinend. Sieht schon cool aus irgendwie. Und hier sind sie noch fleißig bei. Halt eingerüstet. Ich bin hier gespannt hinten beim Männersanatorium, was da ist. Letzte Mal waren wir hier 2017. Da war hier noch nichts. Also da war hier noch. Und da war ich da noch drin in diesem Gebäude. Jetzt steht man hier vor, fertig saniert. Ja, aber wie gesagt, ich finde schon, dadurch, dass das originalgetreu gemacht wurde, hat was, auf jeden Fall. Ja, hier Leute, das war eigentlich schon mal saniert, so ein bisschen jedenfalls. Da sind sie aber auch dran.
Hier rechts nochmal das Heizhaus. Ja, hier sind diese kleinen Gebäude. Das sind eigentlich Tunnelausgänge. Und da laufen die ganzen Versorgungsschächte lang. Und jeweils, wo so ein Einstieg ist, zur Wartung wahrscheinlich gewesen, steht so ein Häuschen drauf. Hier gab es an jeder Ecke, wie gesagt, also von diesem Ding hier zu dem Haus rüber laufen die Leitungen darüber. Und da haben wir mal schön Fotos damals gemacht. Wie oft waren wir hier? Jährlich auf jeden Fall mindestens einmal. Mehrmals. Und immer zu gucken, wie sieht es jetzt aus? Ist der Verfall noch weiter gegangen? Ich sehe schon wieder was da hinten durch die Bäume. Da gehen wir jetzt mal hin, da bin ich schon oben. Der Turm irgendwie erneuert. So, jetzt befinden wir uns auf dem Gelände der ehemaligen des Männersanatoriums. Und hier haben jahrelang Fototouren, bezahlte Fototouren stattgefunden. War sehr begehrt. Heute ist da drüben in dem einen Gebäude die Lagerausstellung. Das ist das Badehaus und da steht unser Soldat noch. Da haben wir auch viele Fotos von gemacht. Da werde ich jetzt übrigens auch wieder eins machen. Unter den Rammsteinern unter uns. Da und da und hier wurde ein Rammstein-Video gedreht. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich quatsch jetzt einfach rein, ich hab's falsche T-Shirt an heute. Mein Herz brennt, wurde hier gedreht. Und die Endszene, wo das Gebäude brennt, ist das. Ja, hier zu diesem Soldaten, der wurde ja von einem auch hier stationierten Soldaten angefertigt. Mal gucken, wie lange die hier stehen bleibt oder ob man die auch entsorgt. Ja, wie gesagt, aktuell ist hier die Lager. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Wir wollten mal gucken, was hier mit den Gebäuden so passiert. Und da passiert eine ganze Menge. Wir haben hier Trauer, weil nicht mehr so ist wie früher. Ja, ich bin ja damals schon nie so rumgekommen. Ja, nee, ich meine, klar, dass irgendwann mal was draus gemacht wird. Hier ist nochmal so ein Häuschen. Da oben kann man das erkennen. Steht noch was in Russisch drauf. Wer mir das übersetzen kann, einfach in die Kommentare. Das sind schon schöne Gebäude, die sind jetzt aber auch wirklich wert, dass man da mal was draus macht. Die haben jetzt knapp 30 Jahre leer gestanden, also seit 94. Ja, der Baustil war natürlich schon grandios. So Freunde, ihr habt da das nochmal in der Total. Männersanatorium wird dann auch demnächst saniert. So, und auf der anderen Straßenseite ist das Frauensanatorium. Da ist allerdings auch schon saniert worden und wird genutzt. Ja, wie gesagt, hier drüben ist das Frauensanatorium gewesen. Rüberlaufen können wir mit euch leider nicht. Ist Privatgrundstück mittlerweile.
alt saniert. Hier haben wir nochmal ein saniertes, wobei man hier sagen muss, das ist sehr original gelassen. Also es ist nicht so auf Hochglanz und so und neu angepinselt, sondern sehr ursprünglich. Ja, das ist das ehemalige Postgebäude. Und dahinter ist das ehemalige Hotel. Haben wir auch Fotos von? Ja. Und die können wir dann auch einblenden, aber da hatten sie ja schon, haben ja schon erwähnt, 2017 waren wir das letzte Mal hier und da waren sie schon dabei gewesen, das hier zu sanieren und das ist jetzt das Endergebnis. Und die Fotos sind so von 2012, die blenden wir euch mal ein. So, hier haben wir nochmal das kleine Denkmal und da wird neu gebaut. Wie gesagt, das soll ja hier eine komplett eigene Stadt alles werden. Da drüben, andere Seite Bahnschiene, stehen noch ein paar, aber die sind nicht saniert. Hier haben wir noch mal so einen Versorgungsschacht bzw. so ein Häuschen, was da drüber steht. Hier geht die alte Mauer lang. Hier steht sie nämlich noch. Hier rechts haben wir die Rettungswache. Und da vorne steht wieder so ein Versorgungshäuschen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die stehen meistens in der Nähe von den Häusern, da hinten links steht noch eins. Und da unten lang gehen die Versorgungsschächte, wo die Häuser mit Wasser, Strom etc. versorgt wurden. So Leute, wir sind jetzt vorne an dem Gelände, wo eigentlich auch die Chirurgie und das alles mit drauf ist. Ist hier vorne das Küchengebäude. Das war das erste Gebäude, was wir gesehen haben, als wir das erste Mal hier waren. Da war hier noch eine Mauer. Dann sind wir mit dem Auto rangefahren, dann konntest du ein Stück über die Mauer gucken. Und das Gebäude war wirklich das erste, was man gesehen hat. Das war so beeindruckend gewesen, das hatte ich auch nie vergessen. Ja, jetzt ist hier Baum und Zeit drauf und ein Barfußpark. Baumwipfelfahrt ist hier hinten irgendwo mit, da ist er zu sehen, so ganz leicht. Da sind noch Leute drauf. Habe ich ja vorhin schon gesagt, da gehen wir jetzt nicht hin. Außerdem ist nach 18 Uhr. Da weiß ich gar nicht, ob man da noch reinkommen würde. Wir gehen jetzt rüber für die Urbexer zum Whitney Houston Haus. Und eigentlich ist es. Das ist die ehemalige Männer-Lungen-Heilstätte. Ein Gebäude davon. Gegenüber ist noch ein intaktes Krankenhaus, da sind dann MS-Patienten und so weiter, das ist auch schon jahrelang. Ja, und das, wo wir jetzt hingehen, das war auch jahrelang leer und gehörte aber auch baugleich, ist hier drüben das Alpenhaus, das aber zerstört wurde. Und wenn man es aber sehen möchte, wie das eigentlich mal aussah, dann muss man in die Richtung. Das werden wir euch mal zeigen. Ich sehe schon. Sieht ziemlich hell aus, also ist da wahrscheinlich auch schon was gemacht. Ja, Freunde, wie ich eben schon von Weitem so ein bisschen vermutet habe, ist hier schon saniert. Es sieht aber einfach geil aus, finde ich jedenfalls. Schön original. Selbst die Scheiben hier in der Mitte. Das hat auf jeden Fall was. Sieht echt stark aus. Ganz fertig ist noch nicht. Anscheinend, da hängen nämlich noch Folie an dem Fenster. Da oben Kupfereinfassung, alles neu. Muss sagen, das gefällt mir echt richtig gut. Selbst die Blumenkästen hier unten sind original. Nachempfunden sind natürlich neue.
Und jetzt sieht es so aus. Da ist noch nicht neu. Nehmen wir mal an, die werden sie auch noch neu machen, die Uhr. Und jetzt befinden wir uns hier an den alten Pavillons. Mit dem Durchgang da drüben zur vor Jahren schon sanierten Reha-Klinik. Hier sind sie noch dabei, das wird alles neu gemacht. Ich bin gespannt, wie das Glas danach hier aussieht. Wenn das mal fertig ist. Da oben ist nochmal so ein Liegepavillon. Da haben die Patienten damals an der frischen Luft mit der Liege gelegen. Deswegen waren sie auch hier, wegen der Luft. Wenn sie dann da liegen, dann könnte man da abruhen. Da drüben ist noch so ein Ding. So Leute, wie am Anfang vom Video versprochen, wollten wir ja noch mal zum Bahnhof. Wir wollen euch natürlich nicht den Bahnhof hier vorne zeigen, sondern das Hotel, was da gleich steht, ist nämlich auch saniert und das Bahnhofsgebäude selber auch noch. Da gehen wir jetzt mal hin. Und hier geradezu steht schon das Hotel und daneben an wird auch neu gebaut. Also war jedenfalls früher ein Hotel. Momentan sieht es aus, als wenn es ein normales Wohnhaus ist. Es ist umfunktioniert worden zum Wohnhaus. Wir sind wieder zurück am Bahnhof, am Gebäude. Auch komplett saniert. Und hier ist unten ein Restaurant jetzt drin. Also hier wird nichts ausgelassen, alles saniert. Vieles fertig. Vieles noch in Arbeit, viel auch einfach ganz neu wieder hinten. Hat sich viel schon getan hier in Beelitz-Heilstätten. So, wir sind jetzt fertig mit unserem kleinen Rundgang durch Beelitz-Heilstätten. Das war sehr beeindruckend, was sich hier so alles verändert hat, was hier vor allem neu gebaut wurde. Und vor allen Dingen auch die Sanierten, die schon fertig sind, sind der Hammer. Finde ich persönlich jedenfalls, weil sie so extrem originalgetreu saniert wurden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Die Lipties on Tour. Bye bye. Bis dann. Ciao, ciao.